Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Sudeki. Ja, heute will ich's wissen. Ihr merkt das schon, ich will das Spiel endlich durchhaben. So, jetzt müssen wir erstmal kurz orientieren hier. Wir sehen hier halbdunkel ein paar Kisten. Geisternektar, ihr könnt nicht mehr aufnehmen, ja, dann können wir halt nicht mehr aufnehmen, ist mir egal. Bevor wir aber allerdings in das Portal gehen, werden wir mal hier lang gehen. Oh, ist das dunkel, ich sehe so gut wie meine Hand, also ich sehe fast nichts, Leute, nix. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang und gucke mal. Verlassener Posten. Okay. Da ist auch nichts drin. Hier scheint nichts zu sein. Auch nichts. Ja, liebe Leute, ich will echt viel weiterkommen, weil ich will Sudeki beenden. Ja, ich will Sudeki endlich abschließen. Das ist jetzt schon sehr lange ein Nebenprojekt. Das war ja auch der Sinn eines Nebenprojekts, dass ich eben nicht so oft daran spiele. Das ist ja auch nicht der Fall gewesen in dem Sinne. Aber ja, jetzt habe ich andere Nebenprojekte geplant, die ich auch öfter spiele, weil Ferien und so, ne, wisst ihr ja. Und deswegen will ich dieses Projekt einfach nur noch beendet haben, liebe Leute. Gut, deswegen ja, werde ich versuchen, hier mal endlich etwas weiterzuspielen. Ist das? Achso, das ist nur nichts. Gucken wir erstmal hier am Hafen. Hier war mal ein Speicherpunkt eigentlich. Tisch. Okay, geht's immer noch runter. Wohin geht's denn hier? Was ist das dunkel? Ich sehe fast gar nichts. Wir prüfen. Stirb, Caprine, stirb. Steht im Blut geschrieben. Wessen Blut? Ist ungewiss. Wo soll das denn hier geschrieben stehen? Ich sehe nichts. Also hier geht's auch nicht weiter. Ja. Gebieterin, wie befohlen folgte ich dem Forscher nach Transentia. Er war nicht allein. Eilish und das Tier waren auch da. Sie haben leider vermocht, ein Portal nach Akloria zu öffnen. Dies könnte die Auferstehung Haigos gefährden. Ich werde sie töten, bevor sie... Nein, erst muss Elko den Kollektor fertigstellen. Und Eilish, sie ist meine Tochter und hat ein großes Talent für Magie. Sie könnte uns sicher später noch von Nutzen sein. Das mag sein, aber lasst euren Verstand nicht von euren Gefühlen beherrschen. Haigo muss wiederkehren, was es auch koste. Uns beiden droht der Tod, wenn wir versagen. Nur der Tod ist uns gewiss. Ich fürchte ihn nicht. Lord Talos, ihr meint den Tod im Kampf. Schnell und voller Adrenalin. Kein Wunder, dass ihr ihn nicht fürchtet. Ich kenne jedoch ein ganz anderes Sterben. Meine Mutter starb langsam. Ihr klarer Verstand gefangen in einem dahinsiechenden Körper. Ohne Haigu wird auch eure Stärke mit den Jahren dahinschwinden. Was ist mir ein Mörder, der nicht mehr töten kann? Was ist mir ein Königreich, wenn ich schwach und gebrechlich bin? Wenn das Alter kommt, werdet ihr kämpfen oder den Tod hinnehmen? Der Tod ist unausweichlich. Das werden wir ja sehen. Ich werde Haigu in euch auferstehen lassen. Im Gegenzug wird er mir endlich Unsterblichkeit verleihen. Sorgt dafür, dass Elko zurückkehrt und den Bau der Kristalltürme abschließt. Eilish ist naiv. Irgendwann wird sie von allein zurückkehren. Blumen sind solch vergängliche Freunde. Der Sommer lässt sie erstrahlen, doch schon der Herbst zerfrisst ihre herrlichen Ruben. Ich will diesem gnadenlosen Kreislauf entgehen, koste es, was es wolle. Wow, ich kann jetzt sogar... ein Kampf. Ich kann jetzt sogar diese Sequenzen gucken, ohne dabei die einblenden lassen zu müssen. Okay. Pause. Da es nicht mehr leckt. Ja, okay, wunderschön. Egal. Weiter geht's mit Nanoverstärker und
Er hat auch Nanoverstärker. Warum haben die alle auch Nanoverstärker? Ich verstehe. Was geht denn hier ab, Hallo, Heureka, was geht denn bei euch? Als erstes muss die Prinzessin da, die eklige Tusse weg da. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin benommen. Was geht denn jetzt ab? Ich will alle sterben, mal. Ich verstehe nicht genau, was ist das denn hier? Also wir haben da unterschiedliche Arten von Kriegern irgendwie. Ich bin schon wieder benommen. Shit. Jetzt habe ich wieder eingekillt. Null Erfahrung. Also du musst ganz eindeutig sterben, meine Freundin hier. Ganz eindeutig sterben. So, alles schön in einer Linie. Und Kabam. Ja, die Gegner hier, die kennen wir. Oh Gott, Hilfe. Aufpassen. Wohin du schießt. Nanoverstärker ist gerade ausgegangen. So. Jetzt ein paar hier mal eben killen. So, komm schon, stirb endlich. Ja, die beiden sind endlich fast tot. Stirb! Ja, geschafft. Heilender Trank ist der. Ja, den kann ich mal einsetzen. Kann ich noch mitnehmen. So, wir hatten gerade irgendwie Level Up oder sowas ähnliches. Ich habe gerade nicht genau aufgepasst. Hatten wir. Und wir werden auf Gesundheit gehen. So, was mit Tal? Hat der auch Level Up gehabt oder so? Nein. Gut, dann gehen wir weiter. Nach. Ich hab vergessen, wie es heißt. Sentia. Genau, Sentia. So, wir werden hier speichern. Und mir fällt gerade auf, dass ich gar keine Zeit gemacht habe, aber das ist auch egal. Denn ich werde wieder ein bisschen spielen. Ein bisschen länger. So, neue Dingsda-Bumster und überhaupt. Speichern von Sudeki, bitte warten und fertig. Und wir gehen weiter rein. Ruhe, Hebel und noch mehr. Okay. Dann werden wir mal Tal. Ach, verdammt, falscher Shit. Ja, ich hab die falsche Taste benutzt. Okay, dann werde ich mal eben Tal greifen. Danke. Ziehen. Zieh. Hallo. Das war jetzt dumm. Das war sehr dumm sogar. Das ist noch viel dümmer. Hä? Moment, das muss ich ein bisschen überlegen, ja. Hä? Verstehe ich gerade nicht so ganz, aber das hier ist ganz eindeutig nicht der richtige Weg. Ja, egal. Wir sind auf jeden Fall durch, dann gehen wir mit Elko mal eben da lang. Und laden mal sein Booster hier auf. Wo geht's denn hoch? Ich sehe gar nichts. Wo kann ich denn hier hoch? Hier ist sogar noch nicht mal der Leiter. Okay, egal, er lädt sich auf, er rennt hier lang. Und dann? Ich sehe nichts. Es geht hier hoch, geht's hier hoch? Leute, da ist ein Leiter, okay. Oh, Leute, ich sehe echt so gut wie gar nichts. Ich weiß nicht, wie viel ihr seht, aber ich sehe hier fast so gut wie gar nichts. Anscheinend muss ich hier hoch.
Dann jetzt irgendwie ganz schnell irgendwo hinfliegen oder so. Anscheinend. Die Truhe aufmachen. Himmel, was ist das denn? Gulden finden und hier nicht weiter hochkommen. Toll. Super geil. Total tolle Aktion. Also nochmal auffüllen. Oh, ist das ein Scheiß. Also hier in der völligen Dunkelheit.